Aber ein Mann wie Sie hatte wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit, eine persönliche Beziehung zu seinem Sohn aufzubauen. Ich kann Ansgar jetzt nicht im Stich lassen. Wahrscheinlich bist du sogar ganz froh, dass Hannes verschwunden ist. Immerhin bist du ja jetzt die Glucke, die den Kronprinzen ausbrütet. Und Jana? Meinst du, mir fällt es leicht, ihr den ganzen Tag Gefühle vorzuspielen? Hättest du ihr die Wahrheit gesagt, solange sie noch gesund war, hättest du das Problem jetzt nicht. Ich merke, dass du mir irgendwas verheimlichst und ich möchte jetzt wissen, was. Du denkst immer, die Wahrheit wäre zu viel für mich. Nein, überhaupt nicht. Dann sag mir jetzt endlich, was los ist. Also gut, es ist nämlich so, ich muss jetzt gleich gehen. Nein, erst sagst du mir... Genau das wollte ich dir sagen. Ich habe gleich einen wichtigen Termin. Einen Termin? Ja. Natalie und Ansgar haben Geld für einen Kindergarten gespendet und heute ist die Scheckübergabe. Ich gehe anstelle von Ansgar hin. Du kannst dir sicher denken, dass er momentan dazu nicht in der Lage ist. Um mir das zu sagen, hast du so lange gebraucht? Gehst du mit Natalie hin? Nein, ich gehe allein. Ist bestimmt schön mit so vielen Kindern. Ja, ganz bestimmt. Schade, dass ich dich nicht begleiten kann. Ja, wirklich schade. Wären Sie bitte so nett, davon 20 Kopien zu machen und in den Verteiler zu geben? Ansgar. Ja. Bitte entschuldige dich bei deiner Schwester. Entschuldigen? Bei ihr? Ich brauche seine Entschuldigung nicht. Na, wie schön, dann sind wir uns ja einig. Die Familie steckt in einer Krise, die Firma steckt in einer Krise. Und du fängst einen Streit mit Carla an. Krise? Ich höre immer Krise. Es ist doch nur mein Sohn verschwunden. Das kommt schon mal vor. Wir alle wollen dir helfen, Ansgar. Was dir passiert ist, hat mich auch getroffen. Hannes ist mein Neffe. Die Holding steht unter enormem Druck. Wir haben Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe. Ach, am Ernst der Lage wird auch ein Engagement von Carla nichts ändern. Verstehst du nicht, Ansgar? Wir müssen zusammenhalten. Als Familie geschlossen auftreten. Ja, ganz genau. Ansgar, ich will dir deinen Posten nicht streitig machen. Ich will euch nur gegen Degenhardt unterstützen. Ach, mit dem werden wir auch alleine fertig. Mein armer Schatz, ganz allein mit einer Meute Kinder. Ja. Also, ich muss dann auch mal los. Mhm. Tschüss. Tschüss. Ich bin hart im Nehmen schon immer gewesen. Ich kann mehr verkraften, als du denkst, okay? Okay. Ich hasse Lügen. Früher oder später kommt die Wahrheit sowieso ans Licht und dann wird alles nur noch schlimmer. Du hast ja recht. Ich werde mich bessern, versprochen. Großes Indianer-Ehrenwort, okay? Ich merke, dass du mir irgendwas verheimlichst und ich möchte jetzt wissen, was. Sarah, warum hast du es mir nicht früher gesagt? Leonard, für mich war das auch nicht einfach. Erst erfahre ich, dass du eine Affäre mit meiner besten Freundin hast und dann gesteht mir Jana, wie ernst ihre Gefühle für dich sind. Ja, aber ich hätte mich doch nie im Leben auf eine Affäre mit Jana eingelassen, wenn ich gewusst hätte, dass sie in mich verliebt ist. Sag mal, was läuft da zwischen euch? Ich dachte, du bist nicht in Jana verliebt. Und was hätte ich machen sollen? Die Affäre beenden, jetzt in diesem Zustand? Das hätte Jana das Herz gebrochen. Das wird es auch, wenn sie es herausfindet. Herr Dr. Beitsch hat gesagt, sie darf sich auf gar keinen Fall aufregen, sonst verlieren wir sie. Das werde ich nicht zulassen, hörst du? Niemals. Dr. Lahnstein? Haben Sie nicht längst Feierabend? Ach, doch, doch. Happy Birthday, Christia. Da fehlt ein N. Ach was.
Du hängst dich ganz schön in Zeug dafür, dass Christian Nikos Freund ist. Falls du zufällig in den Club gehst, nimmst du die Kiste da mit? Das ist das Dekomaterial für die Party. Ist ein Schatz. CD? Ach so, ja klar. Ich bring sie dir vor meiner Schicht vorbei. Mach ich. Bis gleich. Schöne Grüße von Jana. Hey, wie geht's dir? Ganz gut. Grüß sie mal von mir. Mach ich. Ich dachte, das wird eine Überraschungsparty und kein Parteitag. Wenn es zu klein ist, dann sieht das keiner. Ups, Verzeihung. Sag mal, wie lange will Olivia eigentlich noch hier hausen? Sie könnte wenigstens ihre Sachen wegräumen. Stell dich nicht so an. Ich bin so gespannt, was Christian dazu sagt. Über deine Star-Fotos? Was glaubst du, würde Christian jetzt denken, wenn er dich so sieht? Dass ich malen kann? Dass du verliebt in ihn bist. So ein Unsinn! Auf jeden Fall ist diese Kleckserei total übertrieben. Besser als dein Kalender, der ist sowas von plump. Ich bin seine Freundin. Ich kann ihm sehr wohl sowas schenken. Also schön, ich nehme alles zurück. Carla, ich entschuldige mich bei dir und ich freue mich, dass du uns unterstützen willst. Das ist wie früher. Hä? Was denn? Immer wenn wir uns gestritten hatten und Vater wollte, dass wir uns wieder versöhnen, hast du genau so geguckt. Schön, dann lassen wir das, ja? So weit, so gut. Es wird Zeit, dass wir endlich eine Strategie entwickeln. Ja, bitte. Ach, Herr Werner. Sehr schön. Danke sehr. Was ist das? Neuesten Zahlen aus Asien. Und, wie sieht's aus? Verlust in zweistelliger Millionenhöhe. Die Geschäftsentwicklung in Asien war doch bisher nicht ganz positiv. Ja, du sagst es. Degenhardt. Er gräbt uns nach und nach das Wasser. Jetzt klärt mich mal bitte auf. Warum macht uns dieser Mann solchen Ärger? Degenhardt hat offensichtlich einen Minderwertigkeitskomplex. Ansgar, gib mir doch bitte eine vernünftige Antwort. Ja, das ist die Wahrheit. Unsere Mutter hat sich damals offensichtlich für unseren Vater entschieden und gegen ihn. Dafür will er sich rächen. Und unsere Familie vernichten. Danke, Gregor. Ist alles in Ordnung mit dir? Das Gleiche würde ich dich gerne fragen. Frag nicht. Ich war mit Sarah verabredet, aber wir hatten mal wieder Streit. Aha. Dann ist jetzt die beste Gelegenheit, sich wieder zu versöhnen. Mit dir oder was? Nein, mit mir. Das war blöd von mir, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich ist dir Jana nicht egal. Das war sie nie und das ist sie auch nicht nach der Krankheit. Ja, aber ich muss mich auch bei dir entschuldigen. Das tut mir leid. Ja, du hattest recht. Ich habe mich nicht an die Abmachung gehalten. Es war ein Notfall. Natalie und Ansgar können unmöglich auf diese Veranstaltung gehen. Tja, was machen wir jetzt? Natalie, hast du ja schon zugesagt. Und Jana geht nach wie vor davon aus, dass wir zwei nichts miteinander unternehmen. Ja. Aber in gewisser Weise hast du ja recht, es ist ein Notfall. Und es bleibt ja bei diesem einen Mal. Nichtsdestotrotz, es ist und bleibt eine Lüge. Jetzt reicht's! Was kann ich denn für deinen blöden Hund? Du bist ja ganz gelb von Neid, weil ich mit Christian zusammen bin und du nicht. Wie eitel muss man eigentlich sein, dass man sich so ein Geschenk einfallen lässt, hä? Jetzt bist du zu weit gegangen. Was willst du? So kommt wenigstens ein bisschen Farbe ins Spiel. Du bist wirklich das Allerletzte. Und weißt du, was du bist? Mann! Das war eben Müll. Christian kommt. Mit deinem Talent kriegst du das bestimmt wieder hin. Nico, du bist so eine Ver...
Kleiner Hinweis, Christian ist im Anmarsch. Also, wenn ihr weiter so macht, dann wird er heute schon von seiner Überraschungsparty erfahren. Mann, wieso sagst du das nicht gleich? Verdammt! Na also, geht doch. Willst du nicht alleine vorgehen und den Scheck abgeben? Ich warte hier. Da sind Kinder drin und keine Pitbulls. Es ist nur so. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist mein erster öffentlicher Auftritt. Die Kinder sind wirklich klasse und Schwester Ursula, die kennst du. Also. Also von Kennen kann ja jetzt keine Rede sein. Fotograf. Fotografen? Das kannst du mir nicht antun. Du bist doch auch schon vor Leuten aufgetreten. Ich meine, du gibst Konzerte. Und ich bin mir ganz sicher, dass da auch schon das ein oder andere Bild von dir entstanden ist. Aber hinter einem Klavier kann man sich verstecken. In 2 Stunden hast du es doch hinter dir. 2 Stunden? Ja, das wird ein Klacks. Und Ansgar und Natalie tust du damit auch noch einen Riesengefallen. Aber ihr habt sowas im Blut. Ihr kommt quasi als die geborenen Wohltäter zur Welt. Da ist übrigens Schwester Ursula. Morgen, schön, dass Sie da sind. Ich weiß doch auch gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin doch bei dir, das wird schon klappen. Hallo? Redest du nicht mehr mit mir? Was? Wenn du nicht mehr mit mir redest, ist es, weil ich wieder nach Königsbrunn gezogen bin? Es ist deine Sache, wenn du dich nicht an unsere Abmachung hältst. Man kann sich nicht immer nur stur an seine Abmachung halten. Ich schon. Konstantin, wenn es Veränderungen gibt... Muss man nicht gleich seine Meinung ändern. Wie selbstgerecht. Und was ist mit deiner Familie? Die lässt du im Regen stehen. Was habe ich denn noch mit dieser Familie zu tun? Johannes ist nicht mein Vater. Wir haben dieselbe Mutter. Die er nach Strich und Faden betrogen hat. Jeder Straßenköter hat mehr Selbstbeherrschung. Was kann dein Bruder Ansgar dafür? Was hat denn jetzt Ansgar damit zu tun? Er hat seinen Sohn verloren. Ist dir das egal? Konstantin, wir brauchen dich. Ja, es wird bald ein neuer Weltrekord bei euch. Ihr müsstet schon Blasen auf den Zungen haben, Mädels. Ja, ist klar. Du warst ja eher einer von der schnellen Truppe. In der Kürze liegt die Würze. Könnt ihr mich bitte mit Details verschonen? Was hast du denn da? Du bist total gelb. Ist das Farbe oder was? Das ist doch egal. Erzähl lieber von deiner neuen Tour. Wir gehen vom Spitzing bis zum Tegernsee. Das wird der Hammer. Du hast echt einen coolen Job. Immer draußen, wann du willst. Schön, dass dir gefällt. Ja, du bist wirklich zu beneiden. Und als Bauarbeiter ist man ja der Idiot, oder was? Mich habt ihr nie so bezirzt. Also, erzählst du mir noch ein bisschen mehr über deine Tour? Okay. Also, wir fliegen erst nach München. In München kriegen wir die Fahrräder und dann geht's los. Direkt. Stopp! Programmänderung. Was ist los? Lass uns rübergehen. Na, komm schon. Was hast du? Und du könntest das Sofa in der Zeit ein bisschen aufräumen. Wieso ich? Weil es vollgerammelt ist. Du machst das ganz ausgezeichnet. Und was kommt als nächstes? Muss ich eine Rede halten? Nein, ich glaube, es reicht, wenn du nachher einen Handstand machst. Sarah, du musst mitkommen zur Rollo. Ein Elefant? Na ja, klar. Hallo, dich. Die Kinder haben einen Narren an ihr gefressen. Wundert sie das? Im Gegenteil. Es freut mich, ihre Schwester endlich einmal kennenzulernen. Obgleich die Umstände leider nicht so erfreulich sind, richten Sie Ihrem Bruder und seiner Frau mein Mitgefühl aus. Ach, möge der Herrgott seine schützende Hand über den Kleinen halten. Vielen Dank, Schwester Ursula. Aber wissen Sie, worüber ich mich noch freue? Über Sie beide. Aber wir sind doch bloß die Überbringer des Schecks. Ich freue mich, dass Sarah und Sie zusammenleben können als Geschwister. Und Sarahs Mutter weiß ich ja, wie schwer Ihnen das gefallen ist. Ja, es klappt jeden Tag ein bisschen besser. Vertrauen Sie auf den Herrn und alles wird gut.
Du? Hm? Kann ich das nächste Mal mitkommen? Wohin? Auf deine Tour? Wir beide allein in den Bergen? Im Zelt? Wenn du so lange freinehmen kannst, klar? Na klar, ich habe noch super viel Urlaub. Ach du, da ist noch was. Was denn? Was machst du eigentlich übermorgen? Oh, übermorgen ist ganz schlecht. Mirko braucht mich die nächsten 2 Wochen. Der kann dir doch einen Tag freigeben, oder? Er hat ein super wichtiges Shooting und möchte, dass ich ihm bei den Vorbereitungen helfe. Nico, wieso arbeitest du noch für den? Der hat dich damals rausgeschmissen, weil du nicht mit ihm in die Kiste wolltest. Das war ein Missverständnis. Ich habe halt überreagiert. Mirko ist wirklich in Ordnung. Welcher Chef hätte mir sonst so lange freigegeben, als das mit Jana passiert ist? Ach Mist, Janas CD. Komm schon los? Ja, ich habe Jana versprochen, vor meiner Schicht noch vorbeizukommen, ein paar CDs bringen. Später. Konstantin, hast du es dir doch überlegt? Was Ansgar passiert ist, wünscht man keinem. Er tut mir leid. Ich frage mich nur, wie man ihm helfen kann. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Wir gehen gleich, danke, Angelo. Hm. Ja, und jetzt? Fahren wir nach Königsbrunn. Ist Johannes auch da? Versuch doch bitte einfach deinen Groll gegen ihn zu vergessen. Du weißt genau, was ich von ihm halte. Konstantin, jeder macht mal Fehler. Auch du. Gerade innerhalb einer Familie muss man verzeihen können. Ja, schon gut. Hallo Konstantin, schön Sie zu sehen. Hallo. Was gibt's Neues? Wenn Sie uns bitte jetzt und auch in Zukunft entschuldigen würden, lassen Sie Konstantin in Ruhe. Bezaubernd. Dieses Temperament, diese Entschlossenheit. Wie Ihre Mutter. Als würde Francesca vor mir stehen. Sie kannten meine Mutter? Allerdings. Komm. Sie war eine Göttin. Komm jetzt. Wir gehen ja gleich Gassi. Na komm. Blutwerte sind okay? Sie sind den Umständen entsprechend, aber auf keinen Fall schlechter geworden. Guten Tag. Oh, Entschuldigung, ich komme später nochmal wieder. Nein, nein, bleiben Sie. Wir sind fertig. Danke. Und? Alles im grünen Bereich. Hast du die CDs? Ja. Ich habe gleich noch ein paar mehr mitgebracht. Seit wann stehst du auf so Schnulzen? Das sind keine Schnulzen. Das ist romantisch. Ich bin so happy heute. Von dir kann man sich wirklich eine Scheibe Lebensmut abschneiden. Leonard liebt mich. Am Anfang dachte ich, er tut das nur, weil ich hier bin. Und dass er Sarah liebt. Und? Wir haben uns ausgesprochen. Und er hat gesagt, es gibt keine Geheimnisse mehr. Das ist doch super. Nico, ich bin so glücklich. Leonard liebt mich. Haben Sie denn schon eine Verwendung für unsere Spendengelder? Oh ja. Der Spielplatz muss saniert, der Schlafsaal muss gestrichen werden. Außerdem können wir von dem Geld 2 weitere Stellen besetzen. Sind ja auch jede Menge Kinder hier. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ja, natürlich. Ich will... Moment! Hallo. Wer bist du denn? Mathilda Bremer, bin 5 Jahre, wohne in der Glockengasse 12. Und du? Ich bin Leonard, einfach nur Leonard. Du bist ein Prinz. Ein Prinz? Weil du mit deiner Prinzessin gekommen bist. Hallo, hallo.
schön, dass du da bist. Hallo. Magst du mitsingen? Hallo, schön, dass du da bist. Was denn für eine Prinzessin? Prinzessin Sarah. Sarah ist doch keine Prinzessin. So schön kann nur eine Prinzessin sein. Weißt du was? Ich glaube, du hast recht. Sarah ist wirklich eine Prinzessin. Ist bestimmt ungewohnt für dich, wieder hier zu sein, hm? Sieht aus wie immer. Du hast während der ganzen Fahrt keinen einzigen Ton gesagt. Man muss ja nicht immer reden, oder? Du bereust es bestimmt, wieder hier zu sein. Was hat Degenhardt mit seinen Bemerkungen über Mama gemeint? Er kannte Francesca. Was soll das heißen, er kannte sie? Woher kennst du eigentlich Degenhardt? Ich bin ihm ein, zweimal über den Weg gelaufen. Aber wenn er sie kannte, dann heißt es doch auch, dass er mal in Düsseldorf gewohnt hat, oder? Ja. Und er ist weggezogen, als Mutter Johannes geheiratet hat. Seltsamer Typ. Ja, das kann man wohl sagen. Er will sich dafür an Johannes und an uns rächen. Was? Stand er auch auf Francesca? Er hat es bis heute nicht verkraftet, dass sie sich für Johannes entschieden hat. Wann genau war das? Wieso interessiert dich das eigentlich so brennend? Nur so. Kannst du das tragen? Kein Ding. Sonst lieber zweimal. Ich schaff das schon. Na gut. Vorsicht! Du, ist Nico gar nicht da? Das heißt, hallo lieber Gregor, kannst du mir bitte sagen, ob Nico da ist? Kannst du nicht einfach normal antworten? Kannst du nicht normal fragen? Machst du meinen Kaffee? Im Leben nicht. Bitte? Du kannst es ja doch. Schön, dass du da bist. Ich fange sofort an, okay? Hattest du etwa Sehnsucht nach mir? Hab ich irgendwas verpasst? Du riechst total komisch. Ja, mein Pulli, der lag auf dem Haufen von Olivias Klamotten. Ach so, ich dachte schon, ich müsste mir Sorgen machen. Nicht in der Pulli, sondern auch das hier. Sieht so die Zusammenarbeit mit deinem Fotofritzen aus? Du musst unbedingt nach Punta del Este. Das wird dir gefallen. Danke für den Ratschlag. Wie geht es denn unseren speziellen Freunden? Wir haben Vorabend der Apokalypse. Nur haben sie es noch nicht so ganz begriffen. Ansgar und Natalie müssten sich doch vor lauter Schuld schon gegenseitig zermürbt haben. Wenn die wüssten, wie lebendig Hannes ist. Schön für dich. Aber bitte keine Familiengeschichten mehr, ja? Ich habe doch eher ein Faible für das Geschäftliche. Abgesehen von deinem Atlatus ins B. Konstantin? Dem habe ich vorhin Geschichtsunterricht über seine Mutter erteilt. Schön. So ohne Eltern ist ein junger Mann wie er doch ohne Halt. Die Sehnsucht nach seinem Vater ist mein Einfallstor in seine Seele. Wenn ich ihm erst einmal ein Erfolgserlebnis beschert habe, ist er auf meiner Seite. Dann hast du ja deinen Trojaner bei den Lahnsteins. Vielleicht sind sie in der Bibliothek. Konstantin, du bist nicht mein Sohn. Nein. Ich kann im Moment auch nicht sagen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, aber deine Mutter und ich, wir hatten eine schwierige Phase. Du lügst! Nein, du lügst! Konstantin. Du lügst! Komisch, ich habe gerade in der Holding angerufen, da sind sie auch nicht. Mir fehlt Mutter auch. Es gibt Tage, da würde ich sie gerne um Rat fragen. Ist Adrian Degenhardt mein Vater?